Gute meine Freunde und willkommen zu Starhammer 2. Das Spiel erscheint am 4. Juni auf Steam und wir haben jetzt schon die Gelegenheit, gemeinsam reinzuschauen. Was erwartet uns in diesem Spiel? Nun ja, hauptsächlich taktische Kämpfe, in dem Rundenstrategie mit Echtzeitstrategie gepaart wird und wir müssen mit unseren Schiffen den Feind möglichst effektiv und effizient vernichten. Dabei gewinnt derjenige, der sein Gerümpel, das er durchs All schippert, am besten kennt, seine Schiffe am besten platziert und vorausschauend denkt. Dazu kommt ein recht interaktiv gestalteter Kampagnenmodus mit der üblichen Geschichte, Menschen fliehen von der Erde, müssen gegen irgendwelche Aliens kämpfen, dann haben die das geschafft und es geht 14 Jahre später weiter. Ihr merkt also schon, wirklich einen Fokus auf die Story habe ich jetzt in der kurzen Zeit, wo ich das Spiel gespielt habe, nicht gelegt. Ich kann also nicht sagen, ob die noch große Überraschung für euch birgt, das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Ich weiß nur, dass die Gefechte sehr großen Spaß machen und das ist für mich sehr wichtig bei solchen Spielen. Wir haben ja hier auch einen klaren Taktikfokus auf dem Kanal, das heißt, wir werden uns jetzt auch gleich mal die taktischen Gefechte angucken. Dann sehen wir uns gleich auf dem Schlachtfeld im All. Und willkommen auf dem Schlachtfeld. Das ist jetzt die zweite Kampagnenmission. Wir müssen hier dieses Schiff hier beschützen. Das ist, glaube ich, ein befreundeter Lieutenant, der hier gerade auf einer Trainingsmission war. So wie ich das richtig verstanden habe, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und jetzt von Feinden überrascht wurde. So ging es uns nämlich auch in der vorangegangenen Trainingsmission. Da kamen plötzlich auch hier diese Plünderer. Oder ich denke nicht mal an, das sind wahrscheinlich irgendwelche Piraten oder sowas. Raider heißt ja eigentlich Plünderer, ne? Aber egal. Auf jeden Fall sind die vor kurzem aufgetaucht hier und haben uns dann auch attackiert beim Training. Wir haben sie zurückgeschlagen. Jetzt werden wir versuchen, unserem Freund hier zu helfen. Dieser ist aber allerdings schwer beschädigt, so wie ich das sehe. Wir sehen das hier unten. Das heißt, wir gucken mal. Wir haben nur noch 9% unserer Hülle und die Schilde sind wahrscheinlich auch komplett unten. Und ihr seht schon, das Spiel steht hier und ihr seht hier so einen Aktionsradius. Ich kann das Schiff hier rumziehen. Wenn ich jetzt hier auf den Play-Button drücke, dann wird quasi der Zug ausgeführt. Es laufen ein paar Sekunden ab und meine Schiffe führen ihre Aktion aus, die ich ihnen zugewiesen habe. Das Ganze ist natürlich in 3D, das heißt, wir haben auch mehrere Höhenlagen quasi auf unserem Spielfeld. Ich kann das vielleicht besser zeigen, wenn ich hier die Kamera ändere. Genau, dann sehen wir es hier so von der Seite. Dann sehen wir auch, dass dieses Schiff hier zum Beispiel auf einer Höhe ist mit dem hier. Das hier aber weiter oben ist. Und wir ungefähr auf einer Höhe sind mit dem Schiff hier, während die hier unten sind. Das heißt, wir könnten zum Beispiel von oben dann angreifen, sodass man hier auch mehrere Ebenen in den Gefechten hat. Ich war dann in den ersten Gefechten immer ein bisschen verwirrt, warum meine großen Fregatten nicht geschossen haben. Ja, weil die Laser sich halt nicht so weit nach oben ausrichten konnten und die kleinen fiesen Jäger die ganze Zeit über mich hinweggeschwirrt sind. Ja, also ein bisschen nachdenken muss man hier also. Und man muss manchmal ein bisschen vorausschauen, was die Höhenlage betrifft, wie man sein Schiff da manövriert. Mir ist das auch schon passiert, dass die irgendwie kollidiert sind, auch meine eigenen Schiffe. Das ist dann immer ein bisschen hässlich. So, was wir jetzt machen, und das ist eins der coolsten Features hier in diesem Spiel. Wir werden einfach mal die Energieverteilung in diesem Schiff ändern. Ich kann jetzt in jedem Zug anpassen, wie ich meine Energie verteilen möchte. Ihr seht hier dieses Dreieck. Das ist wie das Kosten-, Qualität- und Zeit-Dreieck, was man vielleicht aus der BWL kennt. Ich kann jetzt hier meinen Fokus setzen und egal, was ich fokussiere, irgendwas muss drunter leiden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe nur auf Waffen, dann ziehe ich quasi hier 80% der Energie, die das Schiff hat, auf die Waffen. Dann bleibt nur noch 20% übrig hier für Schilde und Energie, die sich das dann eben gleichwertig aufteilen. Wenn ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen so zur Seite ziehe, dann kann ich auch sagen, okay, ein bisschen mehr Schilde als Energie, aber hauptsächlich Waffen und so weiter. Energie sagt natürlich, wie weit komme ich, wie viel Energie geht für meine, nicht Energie steht, da steht ja auch Engines. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Energie steht. Ja, lesen will gelernt sein. Also Engines sagt schon, also wie viel setze ich auf meine Triebwerke, wie viel Energie gebe ich für meine Triebwerke aus, wie weit komme ich in diesem einen Zug. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Slider komplett rüberziehe, dann reize ich das Maximum an Reichweite aus. Jetzt könnte ich mir überlegen, okay, versuche ich abzuhauen vor diesen kleinen Jäger. Das werde ich nicht schaffen mit dem dicken Trümmer, deswegen werde ich versuchen einfach die Schilde ganz hoch zu setzen. Die Waffen fahren wir runter, das ist ein Kampf, den können wir nicht gewinnen gerade. Vielleicht überleben wir dann so lange, bis die anderen da sind. Und dann werden wir uns vielleicht noch ein bisschen seitlich drehen. Ich glaube, da sind wir weniger verwundbar, wenn ich mir das jetzt angucke. Wo haben wir noch das meiste? Ist überall schlecht.
Na gut. So, und hier gucken wir, dass wir uns mal ein bisschen auffächern. Das hier sind jetzt meine tatsächlichen Schiffe, die ich auch von Kampagnenmission zu Kampagnenmission mitnehmen kann. Wenn ich also die Schiffe überleben lasse, die gehen nicht kaputt und schaffen es in die nächste Mission, dann leveln die auch und so weiter. Also man kann da, ihr seht das hier, Level 1, habe ich noch nicht viel mitgerissen, aber man kann durchaus dann einen Vorteil ergattern, wenn man seine Einheiten nicht ständig wastet. Ja, und das sind jetzt hier so kleine Jäger. Hier habe ich noch so eine Korvette. Das heißt, wir haben hier was in der Mitte mit ein bisschen Punch und die Jäger, die quasi unsere Korvette decken. Drüben haben wir kleinere Jäger. Die sind, glaube ich, ja, das Äquivalent zu unseren Jägern. Ja. Genau. Ja, dann schauen wir mal. Wir werden jetzt einfach mal den nächsten Zug machen und im Laufe des Matches werden wir dann noch die weiteren Details durchgehen, beziehungsweise werden wir ja auch sehen, was es sonst noch so hier an Funktionen gibt. So, so sieht das dann aus. Ja, da werden wir schon beschossen. Oh, nicht geschafft. Oh, okay, hier kommen jetzt hier so kleine Textnachrichten. Es gibt keine Sprachausgabe leider für die Kampagne. Das kann man nicht ändern, aber man kann sich das Ganze hier nochmal anzeigen lassen. Okay, ja, also wir kommunizieren hier gerade mit den Piraten, Plünderern, was auch immer. Die wollen uns jetzt jagen und uns ans Leder. Und wir beschließen, dass wir sie jetzt alle erledigen. Tja, wir sind auch ein bisschen sauer. Und jetzt bekommen wir noch eine kleine Tutorial-Nachricht hier. Also das sind auch Tutorial-Missionen, die ich gerade noch spiele. Ja, deswegen, alles weiß ich auch noch nicht über das Spiel. Jetzt kriegen wir gesagt, dass wir Raketen haben. Und dass wir damit Ziele angreifen können. Ja. Okay. Dann werden wir uns da mal einen aussuchen. Nehmen wir den, der ist am nächsten dran. So. Dann werden wir hier mal einschwenken. Wir werden hier, Moment, werden vielleicht hier mal ein bisschen Schub rausnehmen. Und mehr so Richtung Waffen und Schilde gehen. Weil die werden uns ja jetzt sowieso näher kommen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Knopf drücke, dann sehe ich auch die Reichweite, die wir haben. Das heißt, die werden jetzt eh relativ schnell rankommen und dann komme ich da in Reichweite. Hier vielleicht auch einfach mal den Schub ein bisschen rausnehmen. Und dann, wenn sie da rauskommen, einfach links und rechts ausholen. Das könnten wir mal ausprobieren. Hier genau dasselbe. Schauen wir mal, was passiert. Oh, da fliegt die Rakete. Oh, die drehen wieder bei. Die wollen nach links, glaube ich, ausholen. Ja, das können sie gerne haben. Dann müssen wir hier aber, glaube ich, ein bisschen mehr Schub geben. So, und weiter geht das. Trifft die Rakete. Oh, sehr schöner Treffer. Und wir prallen aufeinander. Das sieht aus wie ein frontales Aufeinandertreffen. Wir schnappen uns den hier jetzt nochmal mit der Rakete. So, hier gehen wir auf Frontalkurs. Nicht auf Kollisionskurs. Ja, wenn ich jetzt hier so seitlich fliege, dann präsentiere ich ja quasi meine Flanke. Aber sonst fliegt er mir hier gleich raus aus meinem Feuerbereich. Kann ich seitlich schießen mit der? Nee, das war das andere Schiff, das das konnte aus der letzten Mission. Gut. Hier werden wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Schub geben. Holen wir hier noch mal ein bisschen mehr aus. Fahren wir die Waffen ein bisschen runter. Schild und Energie. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass der schießt, sondern ich will da ein bisschen von der Flanke rankommen. Und hier werden wir einfach auf Kurs bleiben. So, schauen wir mal. Rums. Ja, ein Schiff haben wir schon zerlegt. Oh,
Oh, einer hat gerade sehr, sehr böse einstecken müssen. Das war er hier, aber er lebt noch. Und ihn haben wir runtergeholt. Gut, dass er schon angehittet war. Dann Energie auf die Schilde. Und auf Energie. So, er hier, er kann ja schlecht... Genau, sein Feuerbereich ist wahrscheinlich auch nur nach vorne. Das heißt, ihn werden wir einfach umfliegen. Sind wir manövrierunfähig? Kann das sein? Oh. Navigation offline. Ah. Das ist doof. Wir sind manövrierunfähig geschossen. Wir gucken, dass wir den anderen relativ früh erwischen jetzt. Wenn wir jetzt hier einschlagen. Wählen wir mal wieder ein ausbalanciertes Setup. Und hier auch. Also jedenfalls einschlagen, ausbalanciertes Setup, weiß ich nicht. Ja, Schilde. Schilde und Waffen, das ist okay. Dann setzen wir hier nochmal eine Rakete ab. Ah, die ging daneben. Ah, okay. Hier ist alles wieder online. Sehr gut. Er hat es wahrscheinlich gerade auf mich abgesehen. Wie fliegt denn eigentlich meine Rakete? Muss das sein? Schicken wir noch eine los. Ja, Waffen und Energie, Waffen und Schilde hier. Oh mein, Waffen und Energie. Schilde ein bisschen runter. Weil er ja nicht nach hinten schießen kann. Er ist über uns, oder? Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, das sieht man manchmal ein bisschen schlecht, ne? Ne, er ist nicht über uns, okay. Ne, sieht so aus, als wären wir alle auf einer Ebene. Gut. Ja, so kann man sich täuschen. Ich hoffe, hier kommen wir noch einigermaßen davon. Jawohl, erwischt. Das war die Rakete, die, glaube ich, gerade eingeschlagen ist. Oh, wir haben ein Schiff verloren. Sind die kollidiert gerade? Wir gucken uns mal das Replay an. Nein! Ärgerlich. Die sind zusammengerasselt. Ah, er ist als Held gestorben. So läuft das hier. Ja, doof. Ah, das ist richtig doof. Ein Schluck Kaffee darauf. Es konnte ja keiner ahnen, dass er da auch abdreht in die Richtung. Aber ihr merkt schon, die Gefechte sind spannend und auch taktisch. Also... Es ist nicht einfach nur wie in anderen Spielen, wo man Weltraumflotten befehligt. Ja, Hauptsache viel und ich schicke die einfach noch aufeinander los. Sieht zwar nett aus, aber wirklich Taktik dahinter ist nicht. So ist es hier nicht, sondern man kann hier schon viel machen, viele Entscheidungen treffen. Also das gefällt mir persönlich sehr gut. Okay. Ja, er fliegt jetzt so in die Richtung. Ich denke mal, er wird versuchen. Entweder schlägt er jetzt hier ein. Oder er dreht ab. Das werden wir gleich sehen. Hier setzen wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen mehr auf Waffen. Weil er kann uns eh nicht viel. Hier haben wir... Oh, hier setzen wir wieder auf ausbalanciert. Und schauen mal. Dass die auch immer auf Kollisionskurs gehen müssen. Okay, aber wir haben es überlebt. Jedenfalls der eine, dass die immer versuchen, mich zu rammen. Dann geht's weiter mit der Geschichte, wenn ich hier meinen Kaffee trinke.
Ja, gucken wir uns das mal genauer an. Ja, da kommt jetzt ein bisschen Text, aber ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt durchlesen, sondern ihr habt jetzt gesehen, wie die Gefechte hier ablaufen und wie das Ganze funktioniert. Wenn euch dieses Gefecht gefallen hat und ihr vielleicht mehr von dem Spiel sehen wollt, lasst es mich wissen, dann können wir davon weitere Videos machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und sage bis denne.